SPD die 15%-Marke zwar gehalten, auf der anderen Seite zweistellige Verluste. Und in Bremen liegt die SPD knapp hinter der CDU. Nach über 70 Jahren Regierung in Bremen droht der Machtverlust. Die angeschlagene Parteichefin muss zittern. Die Ergebnisse, die wir bisher kennen, sind für die SPD extrem enttäuschend. Erstmals sind wir die drittstärkste Kraft bei einer bundesweiten Wahl geworden hinter den Grünen. Ich sage in Richtung Grüne Glückwunsch und ich sage Kopf hoch in Richtung SPD, denn wir nehmen diese Herausforderung an. Annegret Kramp-Karrenbauer hingegen dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein. Den ersten Härtetest als CDU-Chefin überstanden, zwar nicht mit Bravour, aber die Pflicht erfüllt. Die CDU ist stärkste Kraft. Ja, auch wir haben bei dieser Wahlkampagne Fehler gemacht. Ich bin überzeugt, dass in uns mehr steckt, als wir das in den letzten Wochen und Monaten zeigen konnten. Für den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber bedeutet das deutsche Ergebnis, seine Ambitionen, EU-Kommissionspräsident zu werden, leben weiter. Die Union hat einen klaren Führungsanspruch in Deutschland. Wir sind die Europapartei Deutschlands und das hat auch dieser Wahlsonntag deutlich gemacht. Die AfD gewinnt zwar hinzu, bleibt aber hinter den letzten Umfragewerten zurück. Wir gehen nach Brüssel, um die EU zu reparieren, um sie auf ihre Kernaufgaben zu reduzieren. Dafür sind wir gewählt und das gehen wir in Brüssel an. Und da deutet sich tatsächlich ein Rechtsruck an. In Frankreich und Ungarn liegen die rechten Parteien vorne.